Moin moin Seekross-Freunde, willkommen zurück hier auf dem Seekross-Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships und heute mit einer neuen und eigentlich ersten Ausgabe der richtigen Flaschenpost sozusagen. Wir haben endlich wieder ein paar Themen für euch zusammen, dass wir euch wieder eine kleine, kompakte Ausgabe hier präsentieren können und ihr seht schon, wir haben die Themen hier schon in Vorbereitung sozusagen hier oben über mir schon angezeigt und ich blende gleich mal auf. Und das erste Thema ist der Thanos-Meister-Nerf, der mit dem Patch 080 ansteht. Wir hatten im letzten Jahr noch in einer der letzten Flaschenpost darüber berichtet, dass mit dem Patch 080 der Thanos-Meister genervt wird. Und zwar wie folgt. Aktuell ist es noch so, dass Träger 16% Sichtbarkeit oder Erkennbarkeit verlieren, wenn sie den Thanos-Meister skillen, Schlachtschiffe 14%, Kreuzer 12% und Zerstörer 10%. In Zukunft mit dem Patch 080 wird es so sein, dass alle Schiffe, egal ob Träger, Schlachtschiff oder Kreuzer, nur noch 10% verlieren und somit natürlich die Schiffe, die vorher sowieso schon noch die größeren Schiffe waren, sowieso eine größere Erkennbarkeitsreichweite hatten oder eine Sichtbarkeitsreichweite, so wollen wir das mal ausdrücken, jetzt sind nur noch 10% abgezogen bekommen statt 16. Das ist irgendwie sowieso widersprüchlich gewesen. Größere Schiffe bekommen noch mehr Prozente abgezogen, obwohl sie auch bei 10% hier sowieso in der Summe mehr Sichtbarkeit verlieren als ein Zerstörer bei 10%. Ne? Wenn man von 8% 10% abgibt, sind es eben 800 Meter. Wenn man von 10 Kilometern 10% abgibt, ist es eben 1 Kilometer und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall haben wir hier eine Liste aus dem Internet natürlich auch ausfindig gemacht, wie die neuen Sichtbarkeitswerte sein werden, wenn der Patch 080 dann auf dem Server ist. Und dann fallen zum Beispiel so eine Sachen auf wie der beste Wert, der Conqueror, war vorher 11,8 Kilometer mit dem Patch 0712. Und in Zukunft sind es eben 12,3 Kilometer, also 500 Meter weiter. Er zieht sich hier durch die kompletten Bäume durch. Das Einzige, was ihr hier natürlich nicht findet, sind Zerstörer, weil Zerstörer ja bereits schon diese 10% vom Tarnungsmeister haben und der verändert sich ja nicht. Es ist ja nur so, dass alle anderen Schiffe Sichtbarkeit verlieren sozusagen oder Erkennbarkeitsminimierung verlieren. Das heißt, alle Zerstörerfahrer da draußen können sich freuen, weil die Schiffe einfach früher zu erkennen sind. Und auch Kreuzerfahrer, die auf Schlachtschiffe, die Schlachtschiffe angreifen, Schlachtschiffe, die Kreuzerfahrer angreifen, alles geht ein Ticken zeitiger auf. Das heißt, es könnte am Ende dazu führen, dass die Gefechte, gerade auf T10 nachher, ein Stückchen weiter Abstand zueinander haben. Könnte dazu führen. Ne? Aber es wird eben vereinheitlicht und das ist ja vom Prinzip her nicht verkehrt, meiner Meinung nach. Das müssen wir am Ende sehen, was wir als Spieler dann draus machen. So, nach dem Tarnungsmeister Nerf kommen wir dann zum nächsten Thema und das ist die Azuma, Alaska, Kronstadt und Stalingrad. Wir haben schon vor einiger Zeit auf der Facebook-Seite bei uns eine kleine Nachricht veröffentlicht, das war schon am 29. Dezember. Darüber haben wir aber bis jetzt noch nicht berichtet, weil es halt ja eigentlich nur die eine Nachricht war und es war klar, dass da noch ein bisschen was mehr kommt und das haben wir jetzt gestern erfahren. Dass die Branddauer auf der Azuma und Alaska jetzt aktuell im Supertest von 45 auf 60 Sekunden verlängert wird, weil diese Schiffe nämlich, und das wird weiter oben in einem Artikel nochmal klar, den zeige ich jetzt aber nicht, eine sehr lange Haltbarkeit, also die überleben extrem lange und wenn sie gut angewinkelt sind, halten sie extrem viel aus, diese beiden Kreuzer. Und ja, die sinnvollste Waffe gegen diese Kreuzer, Schlachtkreuzer, ist Brand. Und deswegen sollen sie darunter mehr leiden und deswegen wird die, Branddauer von 45 auf 60 Sekunden hochgesetzt, um einfach da ein bisschen Balancing zu haben. Und ihr kennt ja weitere Schlachtkreuzer im Spiel. Jetzt kommen wir dann nämlich auch zur Kronstadt und zur Stalingrad. Da gibt es einen Post im Wargaming Forum. Stalingrad und Kronstadt sind auch geplant, wo auch geplant wird, dass die Branddauer von 45 auf 60 Sekunden hochgesetzt wird, sodass Schlachtkreuzer auch in Zukunft quasi mehr oder weniger alle die gleiche lange Branddauer haben wie Schlachtschiffe. Das ist vielleicht eine Info, die der eine oder andere noch nicht hatte. Wahrscheinlich kommt das schon mit Patch 080. Wenn da nicht, wir werden sehen, es ist ja super Test, das heißt, das kann auch passieren, dass sie sagen, nee, das ist dann doch zu viel des Guten. Aber aktuell sieht es so aus, als ob da ein
für alle anderen ein Buff, für die Schiffe, die es betrifft, eher ein Nerf stattfindet. Der nächste Punkt ist dann die Yudashi. Hatten wir auch schon gepostet am selben Tag wie der Nerf von der Izumo, von der Azuma und von der Alaska. So sieht der ganze Dampfer aus. T7, japanischer Zerstörer, Yudashi. Irgendwie ganz niedlich, knubbelig. Was mir hier zuerst auffällt, ist, irgendwie fehlt hier, ich glaube, wir haben da zwei Torpedowerfer. Könnte sein, es ist einfach nicht ganz klar, weil World of Warships nämlich keine Stats dazu gepackt hat, zu diesem Dampfer. Und ja, somit können wir nur Rätsel raten, wie viele Torpedos da wohl drin sind. Drei vielleicht, ja, zwei Dreierwerfer. Vorne ein Turm mit zwei Rohren. Und hinten ein Turm mit zwei Rohren und da in der Mitte ist noch ein einzelner Turm mit einem Rohr. Also, ja, alles andere kann man nur sagen. Sieht nett aus. Lassen wir uns mal überraschen, wie die Werte des Schiffes aussehen werden, wenn sie dann in den Supertest wirklich gehen. Ich denke, man kann die nächste Zeit irgendwann dann mit Werten in dieser Richtung rechnen. So. Und weil wir gerade bei den Japanern sind, möchte ich nochmal darauf hinweisen, ja, in der Zeit der flaschenpostlosen Zeit sozusagen, haben wir natürlich was trotzdem für euch auf unserem Kanal vorbereitet gehabt, sodass ihr ein bisschen Entertainment habt und vielleicht sogar noch ein bisschen was mitnehmt. Und das ist unser Ibuki im Fokus Replay. Das ist zwar ein Gefecht, aber in dem Gefecht geht es um die Ibuki, um den Fahrstil und Skillmöglichkeiten, was zur Geschichte erzählt. Also im Fokus erklärt spielerisch das Schiff. Und Ibuki ist ja nur auch ein Schiff, was sehr speziell zu fahren ist. Und ja, das haben wir in diesem Replay oder in dieser im Fokus-Serie getan. Das hat Toxic85 für mich getan. Er hat da so seine kleine eigene Nische, kleine eigene Serie mit im Fokus. Wir haben ja schon das eine oder andere Video da veröffentlicht. Und dazu passend haben wir dann von dem Clan Bob, Liqui, hat da mit seinem Clan-Kollegen ein sehr schönes Gefecht hingelegt mit vielen, vielen Auszeichnungen und ja, einfach spannend gefahren, cool gefahren. Keine Ahnung, wenn ihr Bock habt, schaut einfach mal vorbei, schaut mal rein. Gebt uns gerne auch Feedback dazu, ob ihr so eine Videos überhaupt auf unserem Kanal sehen wollt, ob euch das interessiert. Wenn nicht, wie gesagt, konstruktives Feedback ist immer gewünscht. Macht nicht nur einen Daumen runter, wenn es euch nicht gefällt. Schreibt uns auch gerne, was euch daran fehlt, was ihr vielleicht anders machen würdet. Und ja, das ist eine herzliche Einladung dazu, vielleicht auch mal abseits der Flaschenpost noch was zu schauen. Ich verlinke die Videos natürlich gerade oben, ja, wo ihr die euch dann nochmal rausklicken könnt. Auch am Ende des Videos werde ich euch die unten in der Beschreibung nochmal mit reinsetzen. Genauso wie die ganzen Bilder, die ihr jetzt übrigens gesehen habt. Alles, was verlinkbar ist, wird am Ende des Videos in der Beschreibung verlinkt, sodass ihr das relativ schnell und ohne Probleme abrufen könnt, um dann nochmal nachzugucken. Nächstes Thema sind dann die russischen Schlachtschiffe. Wir hatten vorher schon mal über russische Schlachtschiffe berichtet. Im letzten Jahr, kurz vor Jahresende, wurde dann sozusagen auf dem Fest, Wargaming Fest, ein bisschen was veröffentlicht. Und jetzt hat sich hier jemand die Mühe gemacht und die Dimensionen, also die Länge, die Breite, die Höhe der Schiffe miteinander verglichen. Und hier haben wir sie jetzt. Fangen wir direkt oben an. Ihr seht hier die Länge vom großen Kurfürst und dann auf Platz 2 kommt dann das neue Schiff, und zwar die Kreml von der Sowjetunion, sozusagen von den Sowjets. Das wird dann das zweitgrößte Schiff im Spiel sein. Noch größer als die Montana, also von der Länge her zumindest schon mal. Und natürlich größer als die Yamato. Hier ist das, wie gesagt, für jedes Schiff, auch für die Sowjets Sojus und so weiter, dargestellt. Wenn ihr da möchtet, schaut da gerne rein. Wir möchten euch einfach die Option geben, da ja einfach mal vielleicht das ein oder andere Schiff schon mal zu entdecken, was man vielleicht auch selber sich vorstellen kann, mal selber zu fahren. Wollt ihr überhaupt die russischen Schlachtschiffe fahren? Habt ihr Angst, dass die OP werden? Solche Sachen. Würde mich einfach mal interessieren. Auch das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ja, und dann bin ich mal gespannt, was ihr mir da so da lasst. Ja, hier geht es dann auch noch weiter. Also wie gesagt, es geht runter bis zur T3-Stufe, wo dann das mit anderen Schiffen verglichen wird. Ne? Was ich sehr interessant finde, ist, dass der T3-Schiff zum Beispiel, da ist die Knas Zurov, glaube ich, so wird das ausgesprochen, nochmal dargestellt im Vergleich zur Nassau. Und das Schiff ist doch eine ganze Ecke länger, ne? Also, finde ich ganz, ganz interessant. Ja, und das war's.
danke für eure Zeit. Eine sehr, sehr kurze Flaschenpost. Einfach mal 10 Minuten express ein paar Infos raus. Ich denke mal, dass diese Woche vielleicht noch das eine oder andere Newsline, die eine oder andere Überraschung auf uns warten kann. Wenn das diese Woche nicht der Fall ist, dann bitte ich da natürlich um Verständnis. Ich kann nur eine Flaschenpost für euch machen, wenn wir Nachrichten haben, die Wargaming und ihre Szene so ein bisschen releasen, leaken oder solche Sachen. Und ja, von daher ist so eine Sache, ne? Wenn keine Nachrichten da sind, kann ich euch auch kaum eine Flaschenpost machen. Hab dafür bitte ein bisschen Verständnis. Das ist immer Anfang Januar, immer ein bisschen zäh. In Russland wird Weihnachten viel später gefeiert. Das wisst ihr vielleicht am 7. Januar. Also die feiern immer nach den Heiligen Drei Königen. Den Tag danach feiern sie Weihnachten sozusagen. Und deswegen sind die Nachrichten gerade etwas rar. Aber ich denke, spätestens zum Ende, Mitte Januar wird das wieder anziehen. Und wir werden wieder in dem nahezu täglichen oder zweitäglichen Format sozusagen unsere Flaschenpost hier für euch präsentieren, wo ihr dann auch weiterhin nichts verpassen werdet, so wie ihr auch jetzt nicht getan habt. Also wir haben euch jetzt nicht irgendwelche Nachrichten vorenthalten, weil es irgendwie nur eine Nachricht war oder irgendwie sowas, sondern es ist einfach so, dass es nichts wirklich Berichtenswertes für euch da draußen gerade gab. Wie gesagt, ich freue mich auf euch. Lasst uns gut ins neue Jahr starten. Ich wünsche euch für den Fall, dass ihr die anderen Videos noch nicht gesehen habt, auf jeden Fall ein gutes, frohes Jahr 2019 und vor allen Dingen gesundes Jahr, ganz, ganz wichtig. Und dann sehen wir uns hier im nächsten Video, im nächsten Livestream auf dem Seekrauts-Kanal. Bis dahin, euer Seekrauts-Team, euer Maracha. Haut rein, ciao, ciao.